Zwischen Start und Ziel einer Mission beweisen die Menschen, die sie erfüllen müssen, wie gut sie zusammenarbeiten. Der nötige Teamgeist fällt aber nicht vom Himmel. Voller Einsatz, Erfahrung und Können Einzelner müssen koordiniert ineinander greifen. Die Feuerwehr. Eine kommunale Aufgabe. Natürlich. Wir sind wie eine zweite Familie. Man isst zusammen, macht Sport zusammen, man hat Spaß. Und man geht durch die Hölle zusammen. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr Bereitschaft im Stadtgebiet und in den umliegenden Ortschaften. Eine Gemeinschaft, in der sich alle aufeinander verlassen können. Voll und ganz. Freiwillige und Hauptberufliche ziehen an einem Strang und stellen eine lückenlose Versorgung für die Einwohner sicher. Rund um die Uhr, in unterschiedlichsten Einsätzen. Für mich sind Einsätze mitunter 180 Grad zu meinem Job als Informatiker. Der ist zwar auch sehr anspruchsvoll, aber eben ein Bürojob, bei dem man sich in keine Gefahren begibt. Hier ist man immer auf noch mehr Ebenen gleichzeitig in Aktion. Körperlich, technisch, handwerklich und menschlich. Die Feuerwehr. Eine Spezialtechnik, die funktionieren muss. Fachkundig bedient und sorgfältig gewartet. Selbstverständlich, zügig, fehlerfrei und zuverlässig. Die unterschiedlichsten Menschen arbeiten an einer Sache. Alle sind verbunden durch ihre Einsatzbereitschaft, obwohl sie sich im normalen Leben vielleicht nie treffen würden. Es ist spannend zu sehen, wie aus einer Gruppe ein Team entsteht. Ein Platz für Menschen, die sich für alle anderen engagieren wollen. Na klar, Generationen verbindend, mit Spaß in der Gruppe und mit eigenen Meilensteinen, die jede Persönlichkeit stärken. Hier gibt es für jede und jeden einen Platz. Anderen etwas beizubringen fühlt sich gut an. Für mich war es auch ein schönes Erlebnis zu sehen, ich kann jetzt das, was die Älteren können. Ein Beruf mit Verantwortung, in dem Helfen und der Einsatz bei Gefahr höchste Wachsamkeit und erfahrenes Einschätzen von Situationen erfordern. Aber sicher, durch eingespieltes, koordiniertes Teamwork, das lebensrettend sein kann. Und durch Menschen im Hintergrund, die den Rettern den Rücken stärken. Feuerwehr ist nicht nur Beruf, sondern wirklich Berufung. Wenn ich merke, dass mit einem aus dem Team noch was ist, lasse ich den nicht nach Hause gehen, bevor es geklärt ist. Es macht jeder das, was er sich zutraut. Man kennt sich einfach gut, es ist blindes Vertrauen. Ich habe auch schon die psychologische Betreuung genutzt. Auch wir im Rettungsdienst brauchen mal Hilfe. Wir achten aufeinander. Es freuen sich immer alle, wenn wir mit dem Essen kommen. Was übrig bleibt, bringen wir zur Wärmestube. Das alles von unterschiedlichsten Menschen in Gemeinschaft täglich geübt, geleistet und gelebt, führt schließlich zum Ziel der Mission. Die Feuerwehr. Sei dabei.